die Welt der Frauen in Saudi-Arabien. Annemarie Profanter, Professorin für interkulturelle Pädagogik an der Universität Bozen. Sie kennen sich dort besonders gut aus, denn Sie haben mehrfach als Gastprofessorin in Saudi-Arabien geforscht, unter anderem zur Rolle der Frau, haben dort gelebt und gearbeitet. Wie eingeschränkt muss ich mir denn das Leben von Frauen in Saudi-Arabien wirklich vorstellen? Welche Bedeutung hat zum Beispiel dieses Verbot des Autofahrens? Nun, das Verbot des Autofahrens ist dahingehend natürlich eine Einschränkung, dass Frauen nicht so mobil sind. Diese Bewegungsfreiheit, die wir Frauen im Westen gewohnt sind, einfach nicht haben. Nicht persönlich haben, natürlich vermittelt durch einen Fahrer, einen männlichen Fahrer, der sie von A nach B bringt, verfügen Frauen über dieselbe Bewegungsfreiheit wie wir Frauen im Westen. Natürlich hängt das aber von der gesellschaftlichen Schicht ab, der eine Frau angehört. Was ist Frauen darüber denn hinaus in Saudi-Arabien noch nicht gestattet? Also das Autofahren, ist das jetzt nur ein Beispiel für eigentlich eine sehr umfassende Einschränkung des Lebens der Frauen oder ist das eben nur das Einzige, was denen im Prinzip nicht gestattet ist? Ein anderer Bereich ist zum Beispiel jetzt die Bildung, die Hochschulbildung, ja. Also Frauen ist der Zugang zu bestimmten Fächern sehr wohl gestattet, die der weiblichen Sphäre nahe kommen. Das heißt also, Frauen sind ja traditionell ans Private gekoppelt, das heißt an die Sphäre des Hauses. Und so ist es zum Beispiel den Frauen sehr wohl gestattet, Innenarchitektur zu studieren, aber Fächer, die auf einen Kontakt auch mit Männern in Zukunft schließen würden, das ist im Grunde noch gesetzlich auch eingeschränkt und wird von den Familien eigentlich sehr oft nicht geduldet. Also es gibt da diese Grenzen, die einfach von der religiösen, traditionellen Ausrichtung her respektiert werden müssen. Es gibt ja in Saudi-Arabien sogar eine Religionspolizei, die über die Einhaltung von religiösen Pflichten und Regeln wacht. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Im täglichen Leben, also wenn ich durch Einkaufszentren ging, so wurde sogar mir als westliche Frau, die ich wirklich versucht habe, den Dresscode zu respektieren, immer wieder aufmerksam gemacht, dass das entweder der Schal nicht richtig gebunden war oder meine Abaya zu kurz. Und diese Mutawa-Polizei sprach mich nicht direkt an, sondern sie hatten so einen langen Stock, mit dem sie irgendwie so auf Kniehöhe gewackelt haben. Und das gab mir zu verstehen, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich muss schauen, das in Ordnung zu bringen, normkonform aufzutreten. Wo es viele Regeln gibt, da wächst natürlich immer auch die Fantasie, diese Regeln zu umgehen. Wie kreativ sind denn die Frauen darin? Junge Frauen zum Beispiel haben eine ganz interessante Methode auch gefunden, um mit dem anderen Geschlecht in Kontakt zu kommen. So hat in Al-Khobar, also in dem Ort, in dem ich gelehrt habe, ein Bookshop aufgemacht, ein Büchergeschäft. Ist ja nicht etwas, was man in Saudi-Arabien leicht findet. In diesem Bookshop hat es dann Bücherregale gegeben, die waren rotierend, also die waren rund und haben sich gedreht. Wie ein Beichtstuhl kann man sich das vorstellen. Die eine Seite des Raumes war nämlich die Männersektion und die eine Seite die Frauensektion. Nun war es möglich, in diesen drehenden Bücherregalen Zettelchen zu verstecken, mit Telefonnummern, Botschaften zu verstecken. Und natürlich sind diese Messages dann auf der anderen Seite angekommen. Das heißt, die Frauen haben dort auch die Möglichkeit ergriffen, mit den Männern Kontakt aufzunehmen. Frauen schaffen sich immer wieder Räume, in denen sie sozusagen Möglichkeiten der Aktion für sich entdecken. Möglichkeiten entdecken, einfach aktiv zu werden, ihr Leben selbst zu bestimmen. Annemarie Profanter, Professorin für interkulturelle Pädagogik an der Universität Bozen, über die Situation der Frauen in Saudi-Arabien. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Hier ist SWR1, Sonntagmorgen.